Ich bin Christina Felte und ich bin 30 Jahre alt, habe vor 4,5 Jahren während meines Masterstudiums Rock Your Life begonnen am Bodensee zusammen mit einem großartigen Team. Und das war's. Ich bin aus Hamburg ursprünglich und arbeite von hier aus Rock Your Life sozusagen relativ in der ganzen Republik. Rock Your Life ist ein Programm, bei dem wir immer einen Hauptschüler zusammen mit einem Gymnasiasten in so eine Coaching-Beziehung sozusagen einladen. Die beiden arbeiten zusammen für 2 Jahre und es geht darum herauszufinden, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin und wie komme ich dahin. Und die zwei sind so, dass sie eigentlich total viel voneinander lernen können. Der eine ist so ein paar Jahre schon weiter mit dem Bildungsweg und vielleicht auch der Berufsorientierung und der andere ist an einem Punkt, wo er da total viel Unterstützung gebrauchen kann und das ist einfach super schön zu sehen, wie sich in diesen 2 Jahren Freundschaften entwickeln und einfach ganz tolle Konstellationen entstehen zwischen 2 jungen Leuten. Dann ist es sozusagen dem Schüler überlassen, ob er auf eine höhere Schule nochmal möchte, ob er vielleicht sogar das Abi anstrebt oder einfach einen höheren Bildungsabschluss vielleicht sogar studieren möchte, je nachdem auch, was für ihn passt, was er sich wünscht für sein Leben und welche Berufe er anstrebt. Und der Student, das ist ähnlich, ne? Also da weiß man auch nie, was passiert. In 2 Jahren kann so viel passieren. Und das Schöne ist, dass die beiden in diesen 2 Jahren ganz viel auch miteinander wachsen können und voneinander lernen. Also die Ursprungsidee von Rock Your Life kam eigentlich zustande im Gespräch zwischen Elisabeth und mir. Wir haben damals zusammen studiert und haben auch viel so über gesellschaftliche Zusammenhänge nachgedacht und geforscht und gesprochen und hatten irgendwann immer das Gefühl, das kann ja nicht sein, dass es in Deutschland so einen starken Zusammenhang gibt zwischen dem, wo man herkommt, auch so vom Elternhaus her oder von der Gegend her oder wie auch immer, und dem, wo man so hinkommt. Also dass zum Beispiel jemand, der Eltern hat, die an der Uni waren, eine viel, viel größere Chance hat, auch selber an eine Uni zu kommen. Und diese Zusammenhänge, die fanden wir einfach so unfair. Und wir hatten das Gefühl, dadurch, dass wir an einer Uni sind, dass wir vielleicht auch immer jemanden hatten, der so an uns glaubt in unserem Leben, als wir jünger waren, haben wir so eine Art Verpflichtung und auch große Lust, was weiterzugeben. Und das war eigentlich so dieser Ursprungsmoment, dass wir gesagt haben, das Privileg, was wir haben und die Bildung, die wir schon genossen haben und noch weiterhin genießen, das würden wir eigentlich gerne auch so als Begeisterung an Bildung, an Wachstum und seinen eigenen Weg so zu gestalten, das würden wir gerne weitergeben. Und so erschien es uns sozusagen sinnvoll, zu sagen, 2 junge Menschen zusammenzupacken. Das ist total cool, weil die sind sich irgendwie auf eine Art noch ganz nah und dennoch können sie sich viel bereichern, weil sie vielleicht aus unterschiedlichen Ecken kommen und einfach so eine ganz einfache Konstellation, die total kraftvoll ist, wenn man sie sozusagen groß denkt und deutschlandweit denkt. Nee, nicht wirklich eine, weil die Erfolge sind so unterschiedlich. Für den einen ist es ein Erfolg, dass er seine Note in Mathe total verbessert, weil das vielleicht seine Versetzung dann entscheidend bestimmt. Für den nächsten ist es vielleicht total wichtig, einen Praktikumsplatz in einem ganz bestimmten Betrieb zu bekommen, von dem er immer geträumt hat, aber wo er sich vielleicht nicht getraut hätte, sich zu bewerben normalerweise. Und dann ist das vielleicht ein Partner von Rock Your Life in der Stadt und dann kann der leichter sozusagen diese Tür öffnen für sich. Dann ist es für den nächsten aber auch so ganz alltägliche Dinge sind es manchmal, also dass vielleicht eine Schülerin zum Beispiel Probleme mit ihren Zähnen hat und nur mit Hilfe des Coaches eigentlich diesen Weg hin zum Kieferorthopäden und dann zu einer Zahnspange, was wiederum diese Zahngeschichte sozusagen aufgelöst hat, was für sie total wichtig war, weil sie vorher vielleicht unsicher war wegen ihrer Zähne oder so, ne? Also insofern gibt es so ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen, auf denen man diese Erfolge so benennen kann, und das ist mal so ganz, sind es eher so weiche Faktoren und mal sind es so Sachen, die man besser messen kann, wie so Schulnoten oder eben der Berufseinstieg dann auch. Und da gibt es auch mittlerweile tolle Geschichten, dass Leute einfach einen Ausbildungsplatz finden in einem Partnerbetrieb von Rock Your Life und so ihrem Traum näher kommen. Also ich bin ehrlich gesagt einfach total beeindruckt davon zu sehen, wie diese Schüler, die jetzt mitmachen, die überhaupt keinerlei Erfahrung haben, irgendwie vor der Kamera zu stehen oder sich in der Form sozusagen so zu inszenieren, dass die mit so einer Natürlichkeit und einer Selbstverständlichkeit eigentlich sich in dieser Situation einfach so auch so total vertrauensvoll da sich da so reinschmeißen und das machen und dabei so eine Kraft haben. Also das finde ich eigentlich das Schöne, zu sehen, dass in dem Moment, wo man jemandem etwas zutraut, dem eigentlich keine Grenzen gesetzt sind und dass sich da so viel mehr noch entfaltet, als es vorher vielleicht auf dem Layout, so in der Idee, in der ersten Entwicklung, man es hätte erahnen können. Und das Motiv an sich ist schon mal gut, aber es dann mit Leben zu füllen und zu sehen, wie so ein echter Mensch sozusagen da reinschlüpft in dieses Bild und das so nochmal so zum Strahlen bringt, das fand ich
richtig, richtig schön zu sehen. Und ich glaube, die Kampagne kann das genauso gut zum Ausdruck bringen, dass eben unsere Schüler genauso wie eigentlich jeder junge Mensch so eine Power in sich hat und dass Rock Your Life eben ein Weg sein kann, um die rauszuholen und zu sagen, hier bin ich. Ich will das, ich bin bereit dafür, was zu tun, ich gehe meinen Weg, ich glaube an mich, andere glauben an mich und so kommen wir irgendwie weiter. Also grundsätzlich ist bei Rock Your Life jeder eingeladen, sich in irgendeiner Form so zu beteiligen, dass dem Ganzen sozusagen noch mehr von dem zufließt, was es braucht. Und das ist ganz verschiedene, sind verschiedene Formen von Commitment und von Engagement. Also na klar brauchen wir mehr und mehr Studenten, die sagen, ich habe Lust, genau diese Aufgabe zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft und das irgendwie mitzugestalten, was hier im Bildungsbereich sozusagen passiert und vielleicht teilweise schiefläuft. Das ist sozusagen mit das Wichtigste, das ist so die wertvollste Ressource von Rock Your Life, sind wirklich diese jetzt über 1500 Studenten und hoffentlich in Zukunft noch viele, viele mehr, die sagen, ich mache das, ich treffe mich jede Woche mit einem Schüler und bringe das Programm in der Stadt zum Laufen. Und dann sind aber natürlich vor allem auch Unternehmensvertreter total willkommen, sich einzubringen, weil nur dann, wenn wir Partnerunternehmen haben, die unseren Schülern eine Chance geben und die auch sehen, dass es sozusagen Teil ihrer Verantwortung ist, Bildung in Deutschland zu fördern und Talente zu fördern und junge Menschen ihr Potenzial zu bestärken und dann auch zu sagen, wir wollen Leute, die eigen sind auch, die eigensinnig, eigenwillig sind, die sie bereit sind, was zu tun und sozusagen auch Leistung zu bringen in unserem Betrieb, aber die vielleicht auch abweichen von klassischen Lebensläufen oder dem, was früher sozusagen verlangt wurde von einem klassischen Bewerber. So, ne? Und das ist uns so wichtig, weil Rock Your Life steht auch, Rock Your Life steht wirklich dafür, dass der Einzelne in seiner Einzigartigkeit die größte Kraft entfalten kann und nicht in der Angepasstheit. Und wenn wir da auf der Ebene den Dialog auch anstoßen können in Richtung Wirtschaft, in Richtung Bildungspolitik, in Richtung Politik insgesamt, in Richtung der Gesellschaft und der Frage, wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir uns als Einzelner in der Gesellschaft verorten und auch einbringen und wie können wir mit unseren einzigartigen Talenten sozusagen wuchern und damit großartige Beiträge leisten, die auch mal aus der Norm fallen durchaus, ne? Und dadurch Kreativität und Zusammenarbeit auch nochmal neu zu definieren im Arbeitsalltag und im allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenleben, das ist eigentlich so das größere Ziel von Rock Your Life. Den Dialog anzustoßen, die Leute einzuladen und die Ressourcen, die jeder so hat und der eine hat Geld, der nächste hat Zeit, der nächste hat Wissen und das alles so zusammenzubündeln, dass dabei sowas Wunderschönes passiert, ne? Wie jetzt in dem Programm schon. Das ist sozusagen die Idee der Kampagne, das noch zu vergrößern. Also Rock Your Life war ja im Kern und war bisher vor allem ein Programm für Schüler und Studenten. Und eben für Unternehmen, die da so eine Partnerschaft mit uns eingehen. Und in Zukunft möchten wir dieses Angebot von Potenzialentfaltung und Berufsfindung, Berufungsfindung, das, was wir jetzt schon machen in dieser 1-zu-1-Coaching-Beziehung, das wollen wir eigentlich noch viel, viel mehr Zielgruppen anbieten können. Das heißt, Rock Your Life entwickelt sich derzeit weiter und öffnet sozusagen sein Portfolio und sagt, wenn ihr als Unternehmen oder als irgendwie ein anderer Verein im ehrenamtlichen Bereich, wenn ihr euch wünscht, sozusagen Tools und Ansätze und Methoden und Haltung auch sozusagen von Rock Your Life bei euch zu integrieren. Vielleicht wollt ihr Schulung für eure Azubis oder sogar für eure Manager oder wie auch immer, weil es sind ja Themen, die jeden berühren eigentlich. Wer bin ich? Was will ich? Wie komme ich dahin? Wie kann ich mich in meiner Kraft dort einbringen, wo ich bin? Das ist für alle so relevant. Und darum haben wir gesagt, es wäre eigentlich schade, das nur für diese Zielgruppe sozusagen exklusiv zu halten. Sondern in Zukunft sollen eben viel, viel mehr Zielgruppen davon profitieren können, womit Rock Your Life so erfolgreich geworden ist in den letzten 4,5 Jahren. Und was sozusagen unsere Kernkompetenz auch ausmacht. Total spannend. Also ich finde, diese Zusammenarbeit ist in dem Sinne herausfordernd und auch ungewöhnlich und total dadurch aber auch ertragreich, dass ja sozusagen dieser klassische soziale Bereich oder sozialunternehmerische Bereich und dann vielleicht der sozusagen der Bereich Werbung, wo normalerweise sehr zahlungskräftige Kunden irgendwie Dienstleistungen in Anspruch nehmen, das ist sozusagen eigentlich erstmal eine nicht so völlig normale Kombination, ne? Also das ist für sozusagen ein Sozialunternehmen, für Rock Your Life normalerweise nicht möglich, mit so einer Agentur zusammenzuarbeiten wie Scholz & Friends, und andersrum ist es für Scholz & Friends eigentlich eher ungewöhnlich, mit so einer Organisation zusammenzuarbeiten. Und ich finde, auch da ist es so schön zu sehen, wie in dem Moment, wo die Leute zusammenkommen und wirklich sich in die Aufgabe stürzen und in die Arbeit und zusammen kreativ werden und eben genauso auch darauf vertrauen, dass dabei was Gutes herauskommt, dass sozusagen diese Begeisterung und diese Kräfte sozusagen dann so was Magisches hervorbringen. Ne? Also dass da so viel Commitment ist auf Seiten jetzt von Scholz & Friends und so viel
Wille wirklich auch das durchzuziehen und sozusagen auch die Probleme oder Herausforderungen auf dem Weg einfach anzunehmen und zu sagen, okay, so ist es, wie ist die Lösung, lass uns weitermachen, so und das Ziel so klar zu sehen und zu sehen, warum ihr das macht, das finde ich super, super schön, dann sind wir total dankbar für, weil wir eben sehen, dass ihr das neben eurem Tagesgeschäft macht, was eigentlich hammervoll ist und ja, zu merken, dass es euch auch Freude bereitet und dass ihr euch so darauf einlasst und dass in dieser Kombination aus, ich sag mal, Rocky Life steht ganz viel so für Sinn und Entfaltung und jeder, der daran beteiligt ist, macht es, weil er so sehr an die Sache glaubt.